und die Menge jubelt nicht. Wenn man plötzlich in den Wolken schwebt, scheint die Welt in anderem Licht. Doch kein Trommelklang und kein Engelschor, all das wäre mir. Und das Glück auf Zehenspitzen. Was sagt man dazu? Diese Welt ist still. Die ganze Welt ist. Diese Welt ist still. Ab 23 Uhr ist mit den Menschen nicht mehr viel los. Vor allem in der U-Bahn. Niemand sitzt mehr kerzengerade. Außer meine Tante. Ich weiß nicht, sagt sie. Dieses Theaterstück, die Figurenkonstellation ist schwach und die Handlungsschritte nicht immer klar motiviert. Wie hieß das Stück noch gleich? König der Löwen, sage ich mir. Und dieser adolescente Löwe namens Simba war auch etwas eindimensional. Meine Tante ist pensionierte Gymnasiallehrerin, muss man wissen. Es ist ein Musical. In den meisten deiner Opern ist die Handlung auch unverständlich. Warum waren wir da nochmal drin? Ein Freund von mir arbeitet da und hat mir die Karten geschenkt. Spule ich zum dritten Mal ab. Dasselbe Motiv des Brudermords gibt es bereits bei Hamlet. Aber all die literarischen Referenzen sind ja auch erfrischend. Das schwierige Vater-Sohn-Verhältnis, genau wie bei Kafka, aber keiner Verweis auf Schillers Räuber. Und dieses alberne Warzenschwein, dieser Bumper, war doch ein wenig zu typisiert. Überhaupt, die moralische Essence des Stückes, dass wir, die jahrelang über die sogenannte Flüchtlingskrise gejammert haben, jetzt ja Hakuna Matata im Tag mehr, wenn es wenigstens im Tag gewesen wäre. Die Fahrkarten, bitte. Ein Mann mit Schnauzbart ragt plötzlich neben uns auf. Ich zeige meine Monatskarte. Meine Tante, ihr König der Löwen-Ticket. Das ist nur eine Eintrittskarte. Bei der Staatsoper ist die Bahngärtner immer mit drin, sagt meine Tante auf den Lippen ihr schönstes Jugendmädchen lächeln. Sie fahren schwarz, beim nächsten Halt steigen sie mit aus. Das Lächeln meiner Tante entgleist. Ich? Und schwarz fahren? Fahrgäste recken die Hälse. Sehen Sie mich an, ich war dann Werder wie Fräulein Julie. Sozial geächtet wie Effi Briest. Ich bin eine ehrbare Frau. Belesen, kultiviert, konfirmiert und komplett epiliert. Kanchi, Hakuna Matata. Sein Hakuna Matata kann sich dieses fette Wachstumsfall in seine Zeitung-Katanado stecken. Sie zahlen 60 Euro und damit basta, das hier ist ein Rechtsstaat. Wie viel ein Rechtsstaat wert ist, wissen wir spätestens seit Hamlet, den Sie vermutlich für ein Möbelstück von Ikea halten. Wissen Sie überhaupt, was Schwarzwaren auf Altgriechisch heißt? Sie aufgesoffen übrigens auch nicht! Krakeelt meine Tante. Wie es ausging, weiß ich nicht. Ich bin beim nächsten Halt einfach ausgestiegen. Kein Kanarienvogel bleibt bei mir. Dieser Vogel flattert fort von hier. Ende aus. Er zog den Stecker selbst heraus. Sein Sexappeal ist rasch verpufft. Fotoschön und verdufte. Vergiss den blöden Kerl. Vergiss den blöden Kerl. Musste standhaft bleiben. Er soll nie mehr Spielchen mit dir treiben. Sagt dem Schmerz auf nie mehr Wiedersehen. Die schwere Zeit wird rasch vergehen. Er wird mich nicht kriegen, niemals siegen. Du, Frau, nimm's nicht schwer. Was einmal war, das ist nicht mehr. Ich such mir einfach irgendwann, wenn ich kann, eine andere. Vergiss den blöden Kerl. Vergiss den blöden Kerl.